Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2 Octo Expansion. Wir sind derzeit auf der Linie D unterwegs und sollte die nächsten Male alles glatt laufen, dann können wir ja diese Linie innerhalb von 2 Folgen hoffentlich beenden. Und naja, wenn wir uns generell mal den Plan hier angucken, dann merkt man ja eventuell schon, dass eigentlich gar nicht mehr so viel übrig ist. Also wirklich 3 Linien, die wir noch zu erfüllen haben. Und ansonsten müssten wir eigentlich schon fast fertig sein. Was es mit dieser mysteriösen Linie J auf hat, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich diese Linie innerhalb von der oberen blauen, der Linie H, bis hin zur schwarzen rechten wahrscheinlich durchsetzen sollte. Warum mir die noch nicht angezeigt wird, I don't know. Ich vermute mal, weil halt J derzeit der Buchstabe ist, der am weiten hintersten ist, dass das wahrscheinlich die Abschlusslinie sein wird oder so. Dass wir halt zuerst alle anderen erfüllen müssen und erst dann zeigt sich diese Linie. Eine weitere Theorie wäre eventuell auch noch, wir müssen zuerst das letzte Dingsbums finden. Ne? Was weiß ich. Aber dieses Dingsbums könnten wir zwar schon holen, werden wir aber fürs Erste nicht tun. Wir werden nach wie vor nach der Reihe alles durchgehen. Ja, und die Mission, die jetzt ansteht, die kenne ich leider schon. Denn, offen und ehrlich gestanden, man hat es vielleicht auch schon an den Cornichon-Punkten gemerkt, es ist nicht das erste Mal, dass ich die Folge hier aufnehme. Beim letzten Mal habe ich nämlich 15 Minuten an dieser einen Mission verhaut. Und, naja, das wollte ich irgendwie nicht hochladen oder zusammenschneiden, deswegen habe ich gesagt, okay, nee, löschen wir die Folge und machen das Ganze einfach noch einmal. Also bevor ich halt die Mission abgeschlossen habe, habe ich dann gesagt, okay, nee, ich lösche das. Also ich habe die Mission nicht zu Ende gespielt. Weil was hier kommt, ist echt absoluter Abfuck. Schaut einfach selbst. Natürlich, man hat gerade gelesen, es geht um Achterkugeln. Hört sich am ersten Blick jetzt nicht so wirklich kompliziert an. Tja, habe ich auch gedacht, als ich das hier gesehen habe. Das Ziel ist es tatsächlich, Achterkugeln innerhalb eines gewissen Tintenvorrats hier einfach durchzuballern, durch diese Ringe. Okay, denkst du immer noch, okay, was ist daran jetzt so kompliziert? Tja, schaut einfach selbst. Ich habe es auch irgendwie auf die leichte Schulter genommen, aber da muss wirklich jeder Schuss sitzen, ansonsten wird das nicht funktionieren. Und allein schon an der Kugel scheitert es meistens. Ja, ich habe schon verkackt. Dankeschön. Gut, kann ich mich gleich direkt mal töten. Ey, was war da denn jetzt schon wieder falsch? Falscher Winkel getroffen. Also das kannst du mit bloßem Auge auch gar nicht erkennen. Da beim ersten Mal hatte ich es tatsächlich ganz gut hinbekommen. Aber auch nur, weil ich relativ viel Glück hatte. Oh Gott. Okay, kann ich durchgehen lassen. Vielleicht habe ich Glück. Die Kugel muss ich ein bisschen anders treffen. Von der Seite, weil dann geht sie durch. Ja, nice. Hat funktioniert. Das Ganze jetzt bitte noch einmal in halbwegs vernünftigen Style. Eigentlich ist die Mission ja wirklich innerhalb von einer Minute mal wieder erledigt. Gut, hat geklappt. So, und die jetzt noch. Ah, warte, vorher auftanken. Ich dachte mir halt anfangs auch, wie kann ich das bitte erfüllen mit diesem begrenzten Tintenvorrat? Als ich dann gesehen habe, dass hier auch noch ein zweiter Tank ist, habe ich auch ein Zeitchen gebraucht, bis ich das überhaupt mal kapiert habe. So, kann ich den von da treffen? Ja, kann ich. So, und jetzt ist die... Ja gut, die Kugel liegt perfekt. Jetzt muss ich die nämlich irgendwie darüber bringen. Ah, okay. Perfekt ist ein bisschen was anderes. Ich kann es mal probieren, bitte. LOL! LOL! 15 Minuten beim ersten Versuch hat es gedauert. Hier einmal jetzt durchgeschielt und jetzt haben wir es. Nice. Boah, geil, so feiere ich das. Danke, Herrgott, dass du Erbarmen mit mir hattest. Dabei sah das am Anfang schon wieder so schlecht aus mit dem ersten Schuss. Boah, glücklicherweise haben wir da jetzt keinen weiteren Versuch mehr gebraucht. Okay, dann gehen wir gleich direkt weiter zur nächsten. Welche Schiene fährst du? Schienenried. Zerstöre alle Ziele innerhalb des Zeitlimits. Okay, mal wieder was Klassisches. Soll ja auch vorkommen. Ich weiß noch gar nicht, wie oft ich eigentlich dieses Ganze hier schon gelobt habe, dieses ganze DLC. Weil man muss halt dennoch sagen, von der Innovation her, es gibt so viele Sachen, die ich mir nie erwartet hätte, dass man das in Splatoon einbauen könnte. So, Zeitlimit. Eine Minute. Okay, es sind Kisten. Achso, das ist... Oh Gott, das macht ja Schaden. Aber, ja, das Spiel ist nett. Das Spiel ist sogar sehr nett. Es ist nämlich nicht so asozial und... warte, kann ich... nee, geht nicht. Boah, wie soll ich denn das machen? Ich muss auf jeden Fall irgendwie auf die nächste Spalte rauf. Achtung. Jetzt. Ja, hat gut funktioniert. Eigentlich gar nicht. Gut, da holen wir... Achso, die geht in die gegengesetzte Richtung. Hey, das soll ja wer sagen, bitte.
Ja, okay, nee, das wird ein Fail. Auf jeden Fall. Wartet. Ich muss ihn noch irgendwie erwischen. Ah, hab's. So, und hier oben geht es weiter. Einmal darüber. Hat funktioniert. Wenn ich jetzt Glück habe. Was ich nicht habe, wahrscheinlich, aber... Vor allem, wenn das runtergeht. 4 Sekunden. Nein! Es rollt hinweg. Aber ich glaube, der erste Try... Da waren noch... Was? Da waren noch 4 Kisten übrig? Hey, wo hätte ich da was übersehen? Okay, muss ich genauer gucken. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Puh, das war jetzt ordentlich knapp. So, die Kisten alle... Nein, ich verfehl schon wieder. Hey, der ist schneller als ich! Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen beim ersten Mal. Warte, zählen vielleicht große Kisten mehr? Ich habe nicht geguckt. Ja, wow. Die Hälfte wäre schon mal geschafft. Okay, ist auf jeden Fall ein besserer... Rest in Peace. Hallo, geh wieder hoch, bitte. Danke. Kostet nur... Das wird mich erwischen. Ja, genau, ein Sprung. So, jetzt darüber. Nice, ich bin voll im Business. Ach so, da waren in der Mitte auch noch welche. Jetzt sehe ich es erst. Ja, okay, gut. Die haben wir... Nein! Ja, okay, die zwei noch. Die kann ich von hier erwischen. Gut, habe ich. Jetzt kommt es auf die letzte an. Die ist da unten. Nein, die geht nach oben. So ein Witz. Ich dachte, die wären auch noch in der zweiten gewesen. Nein, die geht wirklich nach oben. Ah, Pech gehabt. Okay, last try. Jetzt war ich schnell genug, die habe ich. Und gleich mal direkt darüber. Theoretisch könnte ich ja Bomben auch probieren, nicht wahr? Ja, okay, bringt jetzt nicht so viel. Der ist auf jeden Fall schneller als ich. So, das, die müsste ich haben. Eventuell. Nee. Dich will ich haben, dich will ich haben. Komm, komm, komm. Ja. Huh. Okay, da muss ich noch einmal runter. Aber jetzt merken, hier bei dem. Ja, die sind halt alle wieder schneller als ich. Ist so wie... Okay, ich glaube, das kann ich vergessen. Da bin ich wieder unten durch. Also das wird auf jeden Fall wieder ein Minus werden. Oh Gott, das... Ah, vielleicht schaffe ich es doch ganz schnell. 12 Sekunden Zeit. Nee, das geht sich niemals aus. Das sind zu viele Kisten, ne. Und vor allem jetzt habe ich wieder gefailt. Danke für nichts. Na gut, dann springen wir einfach runter. Ach, der zweite Versuch, der war bis jetzt der beste. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich bin noch ganz ruhig. Aber ich muss sagen, die Mission ist wenigstens ein bisschen spaßiger als die restlichen, die ich bisher immer so hatte. Einmal, zweimal. Vor allem das beim ersten Versuch machen, das ist echt wirklich ein Talent. Jawohl. Ach komm, spring doch rüber, Mann. Ich weiß nicht, wie ich das am besten steuern soll. Drüber gesprungen, nice. Und das jetzt noch zweimal. Hallo, lass dich doch treffen. Gut, jetzt hat es funktioniert. Die brauche ich jetzt noch ganz schnell. Mann, ey, diese Minute, die vergeht echt so schnell, das glaubst du gar nicht. Aber jetzt. Hoch da. Der ist schneller als ich. Um das wollen wir keine Sorgen machen. Ich weiß jetzt nicht, wo der genau... Ach so, da rollt noch eine. Okay, da ist die letzte. Die müsste ich von hier jetzt eigentlich treffen. Ja. Nice. Es hat funktioniert. Ach schade, warum einer gerade zu viel? Somit habe ich, glaube ich, auch leider wieder mehr Konnichon-Punkte verloren, als was ich, glaube ich, gewonnen habe. Aber gut, bitte. Hauptsache ausgeglichen. Next one. Aufräumen und abräumen. Bruchkist. Zerstöre alle Ziele innerhalb des Zeitlimits. Okay, das Ganze nochmal. Wahrscheinlich jetzt nochmal in einer etwas schwierigeren Variante. Obwohl, nee, es gibt noch andere Möglichkeiten. Vielleicht irgendwie... Warte, was gab's denn da alles noch? Okay, es ist auf jeden Fall nichts mit richtig genauen Zielen. Weil, naja, ich habe hier nur Nahkampfwaffen. Okay. Und 5 Leben. Das heißt wahrscheinlich, das Ding zum Sterben ist relativ groß. Ich wollte es gerade sagen. Ach, dankeschön. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Aber die machen nichts. Okay, die stehen nur rum. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, ob ich irgendwie einen begrenzten Tintenvorrat oder so habe. Nee, ist nicht der Fall.
Weil, naja, die Mission, die sieht halt schon relativ leicht verdächtig aus. Aber das Zeitlimit ist auch relativ knapp. 35 Kisten, ich weiß nicht wie. Macht, ernsthaft jetzt? Wie soll ich denn das bitte machen? Ich muss auf jeden Fall schneller sein. Das heißt auf jeden Fall jede Menge Farbe verwenden. Let's go. Also ich glaube, ich hatte jetzt auch nur mal 8 Sekunden oder so übrig. Ich habe nicht genau geguckt. So, genau. Da schnell durch. Zack. Ich glaube, ich bin so ein Bruchteil schneller. Ah, schon wieder. Halt auf den Hüpfmatratze B gedrückt. Okay, gut, danke für den Hinweis. Hätten die ruhig ein bisschen früher sagen können, aber nee. Oder der stand eh schon die ganze Zeit da und ich habe es einfach nicht gelesen. Fakt ist auf jeden Fall, die Mission selbst ist jetzt nicht irgendwie anspruchsvoll. Ganz im Gegenteil, eher komplett easy. Vorausgesetzt, ich schieße mir nicht selber wieder ins Bein. So, bin wieder hier. B gedrückt halt, ne? Ach, so läuft das. Ja, okay, gut. Jetzt muss ich echt die restlichen Kisten... Nee, das geht sich doch niemals aus. Also, das sollst du mir jetzt erklären, bitte. Wie soll das innerhalb von dem Zeitlimit gehen? Halte Z gedrückt im Laufe des Boden... Was, um im Laufen den Boden zu färben? Hä, wie? Ah ja, stimmt. Markus, du bist echt ein Vollidiot. Okay, lesen zahlt sich manchmal aus, habe ich das Gefühl. Sorry an der Stelle, wenn ihr mich wieder anschreien gerade würdet, aber naja. Das ist gerade echt peinlich. So, da wissen wir Bescheid. Ey, Alter, wie dämlich war das denn jetzt gerade? Okay, das kommt davon, weil ich quasi halt nie spiele im Online-Modus oder so. Genau, und jetzt hast du 8 Sekunden Zeit. Hier wieder dasselbe. Scheiße, 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 scheiße. Nein, nein, nicht wirklich. Das wäre sich so locker ausgegangen. Jetzt, das war wieder eigenverschuldet, ich geb's zu. Ich hätte mir vorher die Tinte auf... Ach, deswegen ist der Tintentank auch dort. Ja, ist ja logisch sogar. So, das war jetzt ein ordentlicher Sprintstart. Leider sind es schon wieder die nächsten 5 Leben. Das bedeutet halt auch, wir haben schon wieder, glaube ich, mehr Conditioner-Punkte verloren. Es gibt... Warum? Ich habe den Tank doch mitgenommen. Ich kann mich wieder töten. Ich stand eindeutig drin. Zumindest, oder habe ich das gerade anders wahrgenommen? Ich könnte mir gerade einbilden, ich stand direkt drin. Okay, Vorsicht, eine extra große Kurve. Da darf ich auch nicht zögern, das ist dämlich. So, da war ich jetzt schnell. Ach, da wahrscheinlich. Einfach so wenig Tinte wie möglich. So, hier jetzt warten. Und jetzt habe ich genug Tinte, um das alles zu färben. Geht sich aus, geht sich aus. Nein! Ach, mal wieder dasselbe Fehl. Ach komm, das kann doch nicht wirklich mein Ernst sein. Hey, was war das jetzt wieder? Ich sage euch, das ist jetzt die Millisekunde, die mir später fehlt. Verdammt. Kann ich schon vergessen, glaube ich. Ach, Curling-Bombe sagt er mir auch gerade an. Ach, das könnte mit einer Curling-Bombe machen. Ja, okay, wenn das so ist, dann bitte. So, da weiß ich... Scheiße, nein! Nein, ich kann mich schon wieder töten. Ey, das ist so ein Witz. Okay, langsam werde ich sollte. Ey, das ist so eine simple Aufgabe, wenn man darüber nachdenkt. Ich bin schon wieder hängen geblieben. Trotzdem schaffe ich es irgendwie jedes Mal wieder. Einfach gerade durchlaufen, so schwer ist es doch gar nicht. Okay, da war ich jetzt relativ schnell. Ich will jetzt nichts hören. Die habe ich. Okay. Nee, okay, das mache ich jetzt ohne Curling-Bombe. Ich mache jetzt keine Experimente. Nein, ich habe mir schon wieder 30 Mal zu viel Zeit gelassen. Hey, muss ich das echt mit einer Curling-Bombe machen, oder wie? Ist ja unnötig eigentlich, wenn man so nachdenkt. Ich bin schon wieder... Hey, das war so ein guter Try, wenn ich eigentlich nachdenke. Okay, diesmal bin ich nicht hängen geblieben. Ha,
Habe ich, nice. Ja, sicher. Hä? Ja, genau. Danke, danke, liebes Spiel. Dankeschön, dankeschön. Habt ihr es gerade gesehen, wie das herumgespackt hat? Ja, wieder zu wenig Tinte. Danke für nichts. Ja, gut, ich kann mich gleich direkt wieder töten. Okay, nächsten Punkt ist weg. Also das will jetzt, wird der Teufel verstehen, wirklich. Das hat sich gerade komplett in anders in meinem Kopf abgespielt. Ich weiß nicht, wie ich das gerade erklären soll. Ich fand es auf jeden Fall sehr unfair. Boah, das war jetzt so knapp gerade. Gut, Kamerasicht passt. Ich hätte jetzt gerade fast den falschen Knopf gedrückt. Mach auf. Gut. Ja! Schnell da durch, schnell da durch. Nein, das ist das. Ja, ist wieder. Genau. Vielleicht geht es nicht aus. Nein! Tinte ausgegangen! Ey, wie willst du das schaffen? Ich google jetzt gleich. Ich sag's euch. Ich google jetzt wirklich gleich. Das regt mich gerade voll auf. Ich kann mich gerade einfach nur wiederholen. Ey, das wievielte Mal mache ich die jetzt schon? Das 12. Mal, glaube ich, oder? Safe auch noch. Ich meine, das am Anfang, okay, verstehe ich vollkommen, dass ich da dämlich war, aber jetzt gerade wird schon echt peinlich. Ich blamier mich gerade wirklich voll. Gut, relativ schnell. Also wenn ich jetzt nicht schnell genug war, dann weiß ich es auch nicht. Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz. Noch schneller geht es einfach nicht. Irgendwas mache ich falsch. Auf jeden Fall. Weil sonst würde das ohne Probleme gehen. Aber ich schaffe das jetzt noch, sage ich euch. Einfach so richtig eng in der Kurve bleiben. Das ist ja gar nicht mal so kompliziert. Vorsicht, Vorsicht. Nein! Was war denn das jetzt? Schon wieder. Okay, hier kann ich durchlaufen. Okay, gut. System hat gesagt, ja, passt. Hätte sein können, dass es wieder rumspackt. So, aber jetzt. Genug Farbe. Müsste ich ausgehen. Okay. Boah. Ich sag's euch, es gibt sicher Leute, die das innerhalb von mit 5 Sekunden Restzeit oder so machen. 300%. Da gibt's genug. Dennoch haben wir mal wieder länger gebraucht. Na gut, was wäre hier die nächste Mission? Bringe den Gästen benehmen bei Kapselhotel. Verteidige die Achterkapsel. Okay, ich würde sagen, wir haben heute schon 3 Missionen erfüllt. Deswegen würde ich sagen, wir lassen die Folge auf jeden Fall bleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.